Einen wunderschönen guten Tag. Ich und mein Team sind jetzt auf dem Weg Richtung BioNew. Und zwar wollen wir uns Propolis anschauen. Wir schauen uns an, wie Propolis hergestellt wird. Wir schauen uns die Bienen an und wir schauen uns das Labor an. Und jetzt würde ich sagen, es geht los. Jetzt hier an der Technischen Universität in Istanbul und zwar bei den Bienenstöcken. Herr Taylan Bey, was machen wir hier? Was bewirkt dieser Dampf? Dieses Teil nennt man in der Fachsprache Rauchbläser. Wir legen Zapfen in den Rauchbläser, zünden die an und erzeugen damit Rauch. Bevor wir den Bienenstock öffnen, geben wir etwas Rauch hinein, um die Bienen zu beruhigen. Was bewirkt der Dampf genau bei den Bienen? Der Rauch ist nicht schädlich für die Bienen, er bewirkt eine vorübergehende Entspannung. Die Bienen bemerken diesen Rauch und fallen über den Honig her, fressen sich damit regelrecht voll und sind damit vollgefressen und aufgebläht. Weil sie so vollgefressen und rund sind, können sie dich nicht mehr stechen. Wenn du möchtest, können wir uns das auch genauer ansehen. Aber vorher müssen wir unsere Schutzkleidung überziehen. Okay, gerne. Dann würde ich sagen, lass uns einfach mal jetzt die Kleidung anziehen. Los geht's! Jetzt werde ich den Rauch, von dem ich vorhin gesprochen habe, in den Bienenstock pusten. Okay, also es wird direkt durch das Loch dann in den Bienenstock gepumpt. Jetzt geben wir den Bienen genügend Zeit, sich erst einmal voll zu fressen. So ungefähr eine Minute. Wir öffnen jetzt den Bienenstock. Okay, ich sehe jetzt hier eine Matte. Was ist die Matte? Das hier ist eine Propolis-Matte. Diese werden, wie gezeigt, auf den Bienenstock gelegt. Diese Matte bewirkt, dass die Bienen die offenen Löcher mit Propolis auskleiden. Warum werden jetzt hier diese Löcher mit Propolis ausgekleidet? Auf die Matte wird hier nichts weiter draufgelegt. Deswegen kann hier ein bisschen Licht und etwas Wind hinein. Weil die Bienen sich vor Licht und Wind schützen wollen, verkleiden sie die Matte mit Propolis. Und das Propolis entnehmen wir dann später? Genau. Wenn die Propolis-Matten komplett voll sind, bekommen wir sie von unseren Imkern zugeschickt und danach wird der Propolis von den Matten abgetragen. Anschließend extrahieren wir den Propolis. Wie viele Bienen sind jetzt hier drin, circa? Zu dieser Jahreszeit befinden sich ungefähr 10.000 Bienen in diesem Bienenstock. Im Sommer kann es erheblich mehr sein, da können es so 35.000 bis 40.000 werden. Das entspricht dann auch einem normalen Bienenstock? Die Größe dieses Bienenstocks entspricht ungefähr einem natürlichen Bienenstock. Im Sommer befinden sich allerdings 10 Gabenrahmen hier drin. Wir stocken dann noch eine Etage auf und dann befinden sich ungefähr 20 Rahmen in einem doppelten Stock. Jetzt nehmen wir den Waben nämlich raus. Die wichtigste Regel in der Imkerei ist, sich langsam und entspannt zu bewegen. Bloß nicht mit dem Rahmen irgendwo gegenstoßen. Ah, okay. So, das Gelbe, was ihr jetzt hier seht, das ist Bienenbrot. Was ist Bienenbrot? Die Bienen sammeln Pollen, reichern diesen mit Enzymen an und lagern ihn in den Waben. Die Enzyme brechen die Zellulose-Struktur der äußeren Membran des Pollens und dieser wird somit fermentiert. Bienenbrot ist somit natürlich und probiotisch. Die Bienen nutzen das Bienenbrot zur Aufzucht ihrer Larven. Wir ernten das Bienenbrot mit einer Art Stift, dem Pollenheber. Das Bienenbrot wird einzeln aus seiner Wabe entnommen.
Daran sieht man jetzt auch, wie wertvoll übrigens das Bienenbrot ist, weil wirklich jedes Stück einzeln dort herausgenommen wird. Momentan sind ja hier die ganzen Bienen drauf. Wie kriegt man denn jetzt die Bienen hier weg? Mit einem ruckartigen Schlag gegen den Stock lösen sich alle Bienen von den Waben. Okay. Schieben die ab, müssen nur sagen. Nein, jetzt nicht. Hier sieht man jetzt auch ganz genau so eine geschlossene Schicht. Was ist das jetzt da genau? In dieser geschlossenen Wabe befinden sich die Larven. Babys! Nach ungefähr 21 Tagen schlüpfen hier die ersten Arbeiterbienen. Mhm. Die dann leeren Waben befüllen die Bienen wieder mit Pollen und Nektar, um Bienenbrot zu produzieren. Okay, darf ich das in die Hand nehmen? Klar, du kannst gerne probieren. Am besten direkt am Rand festhalten. So? Genau. Halt es besser etwas weiter unten. Leute, das ist so krass. Also ohne Scheiß. Ohne diese Bienen, nach 4 Jahren würde die Welt aussterben. Also diese Bienen sind so wertvoll, ich kann es euch nicht sagen. Nähere Informationen, eure Fragen kommen dann später, weil ich weiß, ihr habt ganz viele Fragen gestellt und die werden wir euch später beantworten. Çok teşekkür ederim, herzlichen Dank. Gern geschehen. So, ich bin jetzt hier mit Asle und zwar ist das die Gründerin und ich möchte sie ganz kurz fragen, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, Propolis bzw. ja, die Produkte herzustellen. Mein Name ist Asle Eliftanur Samanje und ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Seit Jahren beschäftige ich mich wissenschaftlich mit Bienenprodukten, sei es Propolis, Honig, Gelée Royale oder das Bienenbrot. Mein Aufgabenfeld umfasst die Produktentwicklung, Forschungsarbeiten und Laboranalysen. Bevor ich B&U gegründet habe, war ich sowieso schon im Honigsektor tätig. Mich mit Bienenprodukten außerhalb des Honigs zu beschäftigen, bin ich erst durch die Krankheit meines Sohnes gekommen. Leider hatte mein Sohn ab dem 11. Monat ständig über 40 Grad Fieber und war total häufig krank. Er ist leider mit einem sehr, sehr, sehr schwachen Immunsystem auf die Welt gekommen. Mit dem Antibiotikum, was wir ihm gaben, konnten wir immer nur vorübergehend sein Fieber senken. Ich vermute mal, dass sich bei Ihrem Sohn eine Antibiotikaresistenz gebildet hat. Ja, das ist gut möglich. Aber keiner der Ärzte konnte uns wirklich sagen, warum das Antibiotikum nicht angeschlagen hat. Und das Ganze ging einfach bis zu seinem 5. Lebensjahr. Und Sie können sich vorstellen, was für einen immensen Stress es in mir ausgelöst hat. Durch den erhöhten Konsum von Antibiotika und Medikamenten führt es letztendlich zu der Krankheit Purpura Schönlein-Henoch. Im Grunde genommen können Sie sich das vorstellen wie eine Autoimmunerkrankung. Dabei greift der Körper seine eigenen Immunzellen an. Leider gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Therapiemöglichkeiten für diese Krankheit. Zudem riet uns der Arzt ab, jegliche weitere Medikamente zu verabreichen. Außerdem sollten wir unseren Sohn quasi abkapseln von der Außenwelt und ihn nur noch gesund ernähren. Das mit dem von der Außenwelt abkapseln ist natürlich ein bisschen schwer mit einem Kleinkind. Aber da kam unser Arzt eigentlich mit einer super Idee. Okay, da kommt nämlich wahrscheinlich dein Propolis ins Spiel. Denn er wusste, dass mein Mann und ich in der Honigbranche tätig sind und fragte uns, warum wir unserem Sohn bis heute noch nie Propolis oder Gelée Royale gegeben hatten. Leider gab es zu dem Zeitpunkt noch gar kein Propolis in der Türkei und der weltgrößte Hersteller war China. Also bestellte ich kurzerhand aus China Propolis und analysierte es. Und ich muss sagen, die Ergebnisse waren total erschreckend. Dieses Propolis hätte ich niemals meinem Kind geben können, denn ich glaube, im schlimmsten Fall hätte dieses Propolis nämlich sogar zu einer Verschlechterung der Krankheit meines Sohnes geführt. Die Fragen habt ihr nämlich auch gestellt, warum nicht das Produkt aus China, sondern B&U? Die Antwort habt ihr, weil 95% auf dem Markt sozusagen fake sind. Also riet mir mein Kinderarzt, doch Propolis einfach selbst herzustellen. Nein, ich fand einen Imker, der für meinen Sohn eine kleine Menge an Propolis herstellte. In der Zwischenzeit recherchierte ich in wissenschaftlichen Berichten, wie ich das Propolis extrahieren kann in meinem eigenen Labor. Nach mehreren Monaten wissenschaftlicher Tätigkeit schaffte ich es in meinem eigenen Labor zum ersten Mal Propolis zu extrahieren und in Tropfenform zu bringen. Nachdem das Extraktionsproblem gelöst war, recherchierte ich noch ein bisschen weiter und kam auf die Idee, Gelée Royale, Propolis und Honig zu vereinen und es so meinem Kind zu geben. Genau, im rohen Zustand kann das Propolis nämlich nicht verdaut werden. Und das Resultat war so überraschend. Tatsächlich bewirkte das Propolis innerhalb von 6 Monaten, dass die Anzahl der Antikörper im Körper meines Sohnes sich verdoppelt hatte. Wisst ihr noch die Krankheit, von der ich vorhin berichtet habe? Die war einfach weg.
wie durch Zauberhand. Nachdem wir Blut abgenommen haben, hat sich nämlich einfach festgestellt, dass die Antikörper sich verdoppelt haben. Und das hieß, nie wieder Fieber. Mein Sohn hatte nie wieder Fieber. Daher wollte ich dieses Produkt für alle Mütter und Kinder zugänglich machen in der Türkei. Und so fing eigentlich unsere Geschichte an. Im Jahre 2013 gründeten wir BNU. Ihr habt gesehen, wo Propolis herkommt. Jetzt sind wir nämlich mit Asle im Labor und danach gehen wir auch noch in die Produktion. Was genau wird hier kontrolliert? Hier werden unsere Bienenprodukte kontrolliert, unter anderem das Gelée Royale, Bienenpollen und das Propolis. Unter anderem wird kontrolliert, ob die Produkte Pestizidrückstände enthalten oder nicht. Wir legen sehr viel Wert auf die Reinheit unserer Produkte, deswegen wird hier auch nochmal explizit auf Reinheit und Qualität geprüft. Hier wird auch kontrolliert, ob zum Beispiel die Bienen mit Zucker gefüttert worden sind oder nicht. Wir haben 150.000 vertragsgebundene Imker und um eine gewisse Qualität einfach immer zu gewährleisten, werden in diesem Labor stets alle Bienenprodukte getestet. Propolis kann im Rohzustand leider nicht von unserem Körper verdaut werden und wie ihr sehen könnt, ist das eine steinharte Masse, die mit Bienenwachs vermischt ist. Unser Körper könnte in dieser Form nur 2% von dem Propolis aufnehmen, es sei denn, wir extrahieren es und bringen es in eine Tropfenform. Also hierbei handelt es sich vor allem um einen technischen Prozess, der natürlich auch viel Wissen beansprucht. Unser Extraktionssystem wurde patentiert und wir haben auch eine Auszeichnung für unser innovatives Extraktionssystem erhalten, worauf wir auch besonders stolz sind. Unsere Mission ist es, so natürlich wie möglich herzustellen. Um an wissenschaftliche Studien heranzukommen, ist Google definitiv die falsche Quelle. Auf Google findet man unglaublich viele falsche Berichte, viele manipulierte Berichte und einfach Berichte, die Menschen lediglich dazu anregen, sich weiter auf Medikamente zu verlassen. Bitte schenkt diesen Berichten keinerlei Aufmerksamkeit. Studien oder Berichte könnt ihr auf PubMed oder Science Direct ansehen oder auch herunterladen. Propolis aber ist kein Produkt, was ich neu erfunden habe. Dieses Produkt gibt es schon seit über 1000 Jahren. Propolis wurde früher in der Antike oder auch in der Medizin eingesetzt, da es damals keine andere Alternative gab. Alle anderen Quellen im Internet sind nicht geprüft. Quellen ohne Angaben im Internet sind keine wissenschaftlich fundierten Studien. Falls ihr die Studien per Mail zugesandt haben wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren und ihr könnt auch EPRO kontaktieren. Unsere Produkte werden nämlich in einem Wissenschaftszentrum entwickelt und stützen sich ebenso auf Forschungen weltweit. So, ich habe jetzt hier die ganze Produktlinie vor mir. In erster Hinsicht möchte ich euch die Produkte näher bringen, weil ich wirklich von den Sachen hellauf begeistert bin. Und die meistgestellte Frage ist, EPRO, ihr habt so viele Produkte, was soll ich nehmen, beziehungsweise was ist was? Also, wir haben sehr viele Produkte hergestellt, aber das erste Produkt war tatsächlich die 20% Propolis-Lösung. Das ist ein sehr starkes Produkt, welches bei Asthma, Bronchitis, HNO-Beschwerden, Krebs und bei Menschen mit einem sehr schwachen Immunsystem eingesetzt wird. Ja, ich weiß, Propolis schmeckt nicht gerade besonders, aber wir haben an dem Geschmack nichts verändert, denn wir wollten es so natürlich wie möglich gestalten und deswegen schmeckt es etwas bitter. Nachdem wir das ganze Feedback von unseren Müttern bekommen haben, dass leider die Kinder die 20% Lösung überhaupt nicht so gerne konsumieren, haben wir uns daran gesetzt, ein neues Produkt zu entwickeln. Und zwar haben wir die wasserlösliche Tinktur entwickelt. Der Unterschied der 10% Tinktur Tropfen ist einfach, dass sie sich im Wasser auflösen können, was die 20% Tinktur nicht kann. Auch für die 10% Lösung haben wir einen Innovationspreis gewonnen. Dieses Produkt ist daher unser meistverkauftes Produkt und ich finde, es sollte jeder unbedingt zu Hause haben. Es hat einen sehr hohen Flavonoidanteil und Polyphenolanteil und es ist wirklich das stärkste Antioxidant der Welt. Es gibt kein anderes Propolis auf dem Markt, das einen höheren Flavonoidanteil hat als unseres.
Also nehmen wir mal an, du gibst deinem Kind täglich 10 Tropfen. Da würde ich dir einfach empfehlen, es tatsächlich aufzuteilen. Also du kannst deinem Kind morgens 5 geben und abends 5 geben. Denn unser Körper scheidet Propolis sowieso nach 12 Stunden aus. Du kannst auch einfach in jedes Glas, was dein Kind zum Beispiel an Wasser trinkt, einfach einen Tropfen Propolis geben, bis du die Dosierungsmenge erreicht hast. Am besten vermischt sich Propolis mit Fruchtsäften, sodass die Kinder das auch gar nicht mehr herausschmecken. Auf gar keinen Fall. Also Bienenprodukte sollte man nie in zu heiße Getränke und heiße Lebensmittel geben, da es dadurch die Wirksamkeit der Produkte verringert. Am besten sollten sie es stets in lauwarme und kalte Getränke und Lebensmittel geben. Die benutze ich auch, by the way. Mit diesem Produkt hast du 3 Produkte in einem vereint. Propolis, Gelée Royale und Blütenpollen. Die Tabletten sind super praktisch. Davon musst du lediglich 2 Stück täglich nehmen, am besten morgens und abends. Die Tabletten im rosanen Glasbehälter sind kaubare Tabletten für Kinder. Die im anderen Behälter sind für Erwachsene. Alle 3 Produkte haben eine unterschiedliche Wirkung auf deinen Körper. Sie haben enormen Nutzen für den Magen, die Darmfunktion und außerdem wirkt alles zusammen antikanzerogen, entzündungshemmend und hilft bei der Linderung von Asthma und Allergien. Dass es dein Immunsystem stärkt, muss ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Also nur mit Wasser und Blütenpollen würdest du überleben. Denn in den Blütenpollen sind alle Vitamine, Mineralstoffe und Fette, also eigentlich im Prinzip alles, was dein Körper braucht, enthalten, um zu funktionieren. Daher kann ich dir nur ans Herz legen, es als Nahrungsergänzungsmittel auch in deine Ernährung einzubauen. Das heißt sozusagen, wenn ich dieses Produkt benutzt habe, brauche ich die Tropfen im Grunde genommen nicht. Genau. Denn die Dosierung des Propolis, Gelée Royale und der Blütenpollen in den Tabletten ist sehr, sehr hoch. Wenn du die Tabletten benutzt, benötigst du nicht mehr die Propolis-Tinktur einzunehmen. Aber wenn du nur die Propolis-Tropfen benutzt, dann empfehle ich dir zusätzlich unbedingt die Gelée Royale in Honigmischung einzunehmen. Kinder können täglich einen Teelöffel einnehmen, für Erwachsene empfehle ich 1 bis 2 Teelöffel. Denn das Gelée Royale hat ebenso eine gute Auswirkung auf den menschlichen Körper wie das Propolis. Es spendet Energie und erhöht die Kollagenproduktion. Daher empfehle ich stets, beide Produkte einzunehmen. Wenn ich jetzt diese Tablettenform zu mir nehme, das sind die Tabletten, die ich nehme, habe ich sozusagen das, das und das in einem, oder? Also dieses Nasenspray mit Propolis ist vor allem für alle gedacht, die Atemwegsprobleme haben, eine verstopfte Nase, Asthma, Allergien oder eine Nasenspraysucht haben. Wenn du willst, kannst du es jeden Tag benutzen. Es enthält nur deionisiertes Wasser und 5% Propolis. Das Halsspray ist super für Wunden im Mundbereich, Mundgeruch, Zahn- und Zahnfleischproblemen oder stetigem Keuchhusten und Kratzen im Hals. Was ich immer zu Hause habe, ist das Mundspray, Nasenspray und die Propolis 20% Tinktur. Was ich damals für meine Kinder entwickelt habe, war der Honigsirup. Es enthält Orangensaft, Propolis und Honig. Auch dieses Produkt ist natürlich und enthält nur hochwertige Zutaten. Das eignet sich vor allem bei Husten und Bronchitis, aber auch bei Lungenentzündungen und Hustenproblemen ist es sehr, sehr hilfreich. Wenn du deinem Kind jeden Tag Honigsirup gibst, brauchst du keine Propolis-Tropfen mehr zu verabreichen. Du kannst quasi die Tropfen durch den Honigsirup ersetzen. Vor allem ist es insbesondere für Kinder gedacht, die den Geschmack von Propolis-Tropfen einfach nicht mögen. Und falls dein Kind weder das Propolis noch den Honigsirup annimmt, dann haben wir echt super leckere Produkte kreiert. In den Snackmischungen ist 1% Propolis enthalten, also enthält ein Teelöffel 100 Milligramm Propolis. Und das ist auch bereits eine sehr, sehr starke Propolis-Dosierung. Am besten gibst du dann deinem Kind von unseren Snackmischungen 2 Teelöffel täglich. Es ist ein unglaublich nahrhaftes und gesundes Lebensmittel zugleich. Außerdem stillt es auch dein Bedürfnis nach etwas Süßem. Die Snackmischungen bestehen zum größten Teil aus Honig, Nüssen, Erdnüssen, Pistazien und Kakao, je nachdem, welche Mischung du bevorzugst. Alle Zutaten zusammen sind super förderlich für die Entwicklung von Kindern. Aber was machen wir, wenn wir krank sind? Wir vervierfachen die tägliche Dosis der Tropfen und falls wir die Snackmischungen benutzen, verdoppeln wir die Einnahme. Das ist echt super hilfreich und wird dir helfen, wieder schnell auf die Beine zu kommen.
Auf jeden Fall kannst du das benutzen. Uns haben unglaublich viele Erfahrungsberichte erreicht, dass es eine super Auswirkung auf das Fell und das Immunsystem vom Haustier hatte. Wir empfehlen, die 10%-Tinktur zu verabreichen und dabei gilt, dass du pro Kilogramm einen Tropfen verabreichen kannst. Du kannst es entweder in das Wasser oder auch in das Essen deines Tieres geben. Propolis ist für jeden geeignet, egal ob schwanger, stillende Mutter, Vater, Kind oder Tier. Es sei denn, du hast eine Allergie gegen Bienenprodukte. Propolis ist kein Medikament, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Propolis ist ein Produkt aus der Natur und hat daher keinerlei Nebenwirkungen, es sei denn, du hast eine Allergie. Also wir nehmen jetzt an, dass du das Produkt zum ersten Mal benutzt. Ich empfehle dir einfach, etwas von der Propolis-Tinktur auf deine Arminnenfläche zu geben und abzuwarten. Falls du Reaktionen wie Jucken, Brennen, Rötung, Schwellung oder ähnliches feststellen solltest, dann rate ich dir davon ab, Propolis zu benutzen. Falls es nicht so ist, kannst du gerne Propolis nutzen und die tägliche Dosierung langsam steigern. Ich empfehle dir unbedingt, ein Produkt zu konsumieren, das Gelée Royale enthält. Ich kann dir nur ans Herz legen, zum Beispiel unser Gelée Royale und Propolis in Honig auszuprobieren oder es in Tablettenform zu verzehren. Auch Blütenpollen und Bienenbrot haben eine positive Wirkung auf die Fruchtbarkeit. Auch bezüglich der Blütenpollen gibt es Studien, die festgestellt haben, dass es fruchtbarkeitssteigernd ist. Diese beiden Produkte rate ich dir täglich zu nehmen. Auch solltest du zusätzlich Propolis einnehmen, denn Propolis hilft bei der Einnistung der Eizelle in der Gebärmutter. Durch das Propolis wird die Gebärmutter besser durchblutet und das führt letztendlich dazu, dass das Ei sich besser einnisten kann. Du kannst auch einfach die Tabletten einnehmen, denn sie beinhalten alle Produkte, die ich genannt habe. Diese Produkte müssen allerdings in höherer Dosis eingenommen werden, damit sie auch ihre Wirkung entfalten können. Nach ca. 6 Monaten haben Studien festgestellt, dass die Spermien- und Eizellenqualität sich deutlich verbessert hat. Es hilft nur dann, wenn keine anderen körperlichen und medizinischen Beeinträchtigungen vorliegen. Okay. Also Propolis kann bei Akne helfen aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung. Am besten trägst du es vor dem Schlafengehen pur oder mit einem Wattestäbchen auf die betroffene Stelle auf. Außerdem hilft Propolis dabei, das Hautbild zu verfeinern und all die abgestorbenen Hautschuppen abzutragen. Auch hierzu gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass Propolis und Gelée Royale eine positive Auswirkung auf die Haut haben. Gelée Royale zum Beispiel erhöht die Kollagensynthese und verleiht der Haut Vitalität und ein frisches Aussehen. Auch kann es dir dabei helfen, gegen die ersten kleinen Fältchen vorzugehen. Wie ich auch vorhin bereits erwähnt habe, hat Propolis einen Peeling-Effekt. Das heißt, dass er abgestorbene Hautschüppchen abtragen kann. Du kannst es entweder direkt in deine Hautpflege geben oder auch pur auftragen. Auch hilft Propolis bei Pigmentstörungen der Haut, vor allem in der Schwangerschaft. Du kannst auch ebenso Gelée Royale 2x die Woche als Maske auftragen. Da empfehle ich dir, eine ganz dünne Schicht Gelée Royale auf dein Gesicht zu geben und es 1 Stunde wirken zu lassen und danach abzuwischen. Gelée Royale hat eine super feuchtigkeitsspendende Wirkung. Und wenn du Gelée Royale auch noch innerlich anwendest, wirkt es super gegen vorzeitige Hautalterung. Honigprodukte werden ja erst ab dem ersten Lebensjahr empfohlen. Mit Propolis kannst du aber schon unter einem Jahr anfangen. Für die Nutzung von Propolis gibt es laut wissenschaftlicher Berichte keine Altersbeschränkung. Denn falls du dein Kind zum Beispiel stillst, werden, wenn du selbst Propolis einnimmst, auch die Wirkstoffe sowieso an dein Kind übertragen. Wenn dein Baby schon Beikost bekommt, dann kannst du ab dem 6. Lebensmonat täglich 1 Tropfen verabreichen. Du kannst es entweder pur geben, ins Wasser oder halt einfach unter die Beikost mischen. Du kannst es dann jeden Monat um 1 Tropfen steigern, bis du die maximale Anzahl von 5 Tropfen pro Tag für unter 2-Jährige erreicht hast. Ab dem 2. Lebensjahr kannst du deinem Kind 10 Tropfen pro Tag geben.
Also für Kinder, die eigentlich nichts essen wollen, ist Gelée Royale super. Denn Gelée Royale ist appetitanregend. Aber zugleich ist Gelée Royale auch appetitregulierend. Also für Kinder, die quasi zu viel essen, kann es dabei helfen, den Appetit zu zügeln. Also bei regelmäßiger Einnahme spielt sich wieder das Essverhalten ein und die Entwicklung wird auch gefördert. Also Propolis kann man super bei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Neurodermitis und Ekzem verwenden. Entweder kannst du Propolis auf die von der Hautkrankheit betroffenen Stelle einfach pur draufgeben oder du tust es einfach in dein Shampoo, falls du Schuppenflechte zum Beispiel auf dem Kopf hast, oder du tust es einfach in deine Hautpflege, wenn du irgendwelche Hautkrankheiten im Gesicht hast. Also wenn du Propolis einnimmst, kannst du ohne Bedenken auch deine anderen Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Worauf du eigentlich nur achten solltest, ist, dass du deine Medikamente nimmst und eine Stunde danach das Propolis einnimmst. Ich erwähne es noch ein letztes Mal, Propolis ist kein Medikament und somit kein Arzneimittel, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Nicht überall, wo Propolis draufsteht, ist auch Propolis drin. Ich habe das nämlich alles analysiert. Die meisten Propolis-Produkte werden aus China importiert. Daher habe ich aus 19 Ländern 130 Produkte getestet und ich muss sagen, die Ergebnisse waren total schockierend. 91% dieser Produkte hatten kaum bis gar kein Propolis, obwohl es so deklariert war. Also solltest du beim Kaufen von Propolis unglaublich vorsichtig sein, denn letztendlich kann es dir vielleicht am Ende mehr schaden als Nutzen bringen. Das A und O für die Propolis-Wirksamkeit ist die richtige Extraktion. Wird es nicht richtig extrahiert, hat es überhaupt keinen Nutzen auf den menschlichen Körper. Was das Ganze noch so ein bisschen erschwert, ist eigentlich, dass es keinerlei Richtlinien für die Propolis-Produktion gibt. Bei Honigprodukten sieht das ganz anders aus. Also da gibt es schon viel strengere Richtlinien und auch Qualitätskontrollen, die eingehalten werden müssen. Augen auf beim Propoliskauf. Propolis hat eine antikanzerogene Wirkung auf verschiedene Krebsarten. Etliche wissenschaftliche Studien belegen das auch. Also das Propolis von B&U ist auf keinen Fall krebserregend oder enthält gar krebserregende Stoffe. Für die Studien wurden diverse Krebsarten untersucht, wie zum Beispiel Brustkrebs, Lungenkrebs, Leukämie, Darmkrebs, Speiseröhrenkrebs und alle belegen Folgendes. Es hilft bei der Bekämpfung von Krebszellen und es verhindert den Wachstum von neuen Krebszellen. Außerdem hilft es dabei, die Tumore zu verkleinern und greift dabei gesundes Gewebe nicht an. Also richtig verarbeitetes und extrahiertes Propolis können Sie daher ohne Bedenken unterstützend zu Ihrer Krebstherapie verwenden. Man kann es auch während der Strahlen- und Chemotherapie weiterhin verwenden. Laut Studien lindert es zudem die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Wir empfehlen Krebspatienten von der 20%-Tinktur täglich 80 bis 100 Tropfen einzunehmen. Ja, auch bei einem wunden Popo hilft Propolis wunderbar. Du kannst es entweder pur auftragen auf die betroffene Stelle oder du kannst auch einfach unter die Wundcreme mischen. Wir sind gerade dabei, eine Propolis-Wundschutzcreme zu entwickeln, da unser Forschungs- und Entwicklungsprozess immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, da wir Wert auf natürliche Rohstoffe legen. Aber ich hoffe, dass wir bald unser neues Produkt auf den Markt bringen können. Wie wir alle wissen, werden Kinder am häufigsten krank, wenn sie mit der Kita oder der Krippe anfangen. Daher empfehle ich dir und deinem Kind, 6 Monate im Voraus mit der Propolis-Einnahme zu beginnen. Am besten fängst du mit der 10%-Tinktur an und ergänzt das Ganze mit dem Gelée Royale und Propolis in Honig für Kinder. Falls dein Kind doch mal krank werden sollte, kannst du die tägliche Dosis vervierfachen. Was du auf jeden Fall zu Hause haben solltest, ist unser absoluter Lebensretter, die 20% Propolis-Tinktur. Die 20%-Tinktur ist bei Krankheiten jeder Art definitiv am effektivsten, da es einen höheren Propolisanteil hat. Außerdem solltest du in deiner Hausapotheke unbedingt das Hals- und Nasenspray haben. Das Nasenspray kannst du deinem Kind jeden Tag, abends und morgens einen Pumpstoß verabreichen. Und das Halsspray verhindert die Ansiedlung von Viren und Bakterien im Rachenraum. Die positive Wirkung von Bienenbrot bei Magenschleimhautentzündungen oder Darminfektionen wurde, ich kann es wirklich nicht oft genug wiederholen, schon mehrmals wissenschaftlich belegt.
Bienenbrot und Blütenpollen unterstützen nämlich die Darmflora, da sie probiotische Lebensmittel sind. Wir sind jetzt in der Produktion von B&U. Keiner, es war bis jetzt noch keiner hier in der Produktion. Wir haben als Duty-Team die Sondergenehmigung bekommen. Und ich werde jetzt so ein bisschen filmen, wie das Ganze hergestellt wird. Ich kann nicht alles filmen, weil vieles patentiert ist und geschützt ist. Und ja, ich glaube, Asla Hanem macht uns jetzt eine kleine Rundführung. Okay, was passiert in diesem Raum, den ich jetzt nicht filmen darf? Propolis Extraktion. Ich habe die Formel rausgefunden. Spaß. Richtig toll, also richtig hygienisch. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie hier gearbeitet wird. Die Produkte, die ich natürlich verkaufe, möchte ich auch mir ansehen, was hier abgeht. Und ja, also ich bin begeistert, hellauf begeistert. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick hinter die Kulissen von B&U bekommen. Ihr wisst jetzt genauso viel wie ich, denn ich habe alles für euch aufgezeichnet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Asla Hanem, dass sie uns hier durchgeführt hat und sich die Zeit genommen hat, uns das ganze System von B&U zu zeigen. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.